Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Spezialvideo für Star Trek Online. In diesem Video geht es nicht nur um eine Flottenvorstellung, sondern auch um ein Dankeschön an alle netten Flotten- und Sto-Spieler, die ich bisher kennengelernt habe und die uns und andere Spielern immer noch helfen. Ich werde euch nicht nur diese Flotten kurz vorstellen und empfehlen, sondern im Anschluss auch unsere Gründe dafür mitteilen, warum es bisher keine Community-Flotte zu Slam Gaming gibt. Also lasst uns direkt starten. Eine der ersten Flotten auf der Föderationsseite, die ich in diesem Video empfehlen möchte, ist die Red Shirts Armada. Diese Armada hat mich bei meinen allerersten Schritten im Spiel aufgenommen und mir das Herz für eines der coolsten Schiffe im Spiel, die Gagarin, geöffnet. Die Armada besteht aus erfahrenen Spielern und wird von einem Streamer-Kollegen Beutel geleitet. Grüße gehen raus, der jeden Samstag auf Twitch Marken farmt. Ich fliege auch gut und gerne des Öfteren mal mit, obwohl diese Armada schon etwas älter ist, bleibt sie eine gute Option für alle, die eine freundliche und hilfsbereite Gemeinschaft suchen. Als nächstes möchte ich eine klingonische Flotte vorstellen und empfehlen, die Greifenreiter. Der gute Felix, der auch auf Twitch und auch auf YouTube ab und an mal seine DPS-Runs zeigt, hat mich in diese Flotte eingeladen. Obwohl ich noch nicht lange dabei bin, habe ich direkt gemerkt, wie aktiv und angenehm das Klima in der Community dort ist. Diese Flotte ist perfekt für alle, die eine freundliche und hilfsbereite Gemeinschaft suchen und immer Unterstützung bekommen möchten. Wer also eine aktive Flotte mit einem angenehmen Klima sucht, wird hier gut bedient. Als dritte Flotte möchte ich die Community-Flotte Spartian Fleet Command von Hellas Artemis, einem sehr netten jungen Streamer-Kollegen, vorstellen. Obwohl die Flotte noch sehr jung ist, kommt sie bereits jetzt mit einer sehr aktiven und freundlichen Community daher. Wenn du neu bist und einfach nur Spaß haben und beim Aufbau einer Flotte mitwirken möchtest, kann ich dir nur empfehlen, dich der Flotte des guten Hellas anzuschließen. Dort findest du eine großartige Atmosphäre und wirst dich sehr wohlfühlen. Eine weitere Flotte, die ich gerne vorstellen möchte, ist die Long Range Space Crew, welche sich derzeit ebenfalls noch im Aufbau befindet. Hier sind auch Neulinge gut aufgehoben und werden herzlich aufgenommen. Geleitet wird die Flotte von meinem Streamer-Kollegen Prieger, Grüße gehen raus, der sich zur Aufgabe gemacht hat, Anfängern die Grundlagen des Spiels auf eine ganz schlichte und einfache Art und Weise näher zu bringen. Wenn du also neu in Star Trek Online bist und auf der Suche nach einer Flotte bist, die dich unterstützt und dir hilft, dich im Spiel zurechtzufinden, dann ist die Long Range Space Group eine gute Option. Eine weitere großartige Anlaufstelle für alle Star Trek Online Spieler ist die Starfleet Experimental Forces. Diese Flotte geht beispielsweise jeden Sonntagmorgen auf Markenjagd und bietet eine freundliche und hilfsbereite Community. Hier findest du viele nette Spieler, die dir gerne bei Fragen oder Problemen helfen. Wenn du also auf der Suche nach einer aktiven und engagierten Flotte bist, die dir hilft, das Beste aus dem Spiel herauszuholen, dann solltest du die Starfleet Experimental Forces auf jeden Fall in Betracht ziehen. Und schließlich kommen wir zur sechsten und letzten Flotte, die ich vorstellen möchte, der Obsidianische Orden. Bitte nicht verwechseln mit dem zweiten Obsidianischen Orden oder Second Obsidianischer Orden. Der gute Tarsen hat mich vor einiger Zeit in diese Flotte und vor allem in die dazugehörige Armada eingeladen. Grüße gehen raus an der Stelle. Und ich habe es bis heute keine Sekunde bereut. Hier findet ihr eine sehr aktive und hilfsbereite Community, die gerne auch neuen Mitgliedern unter die Arme greift. Allerdings möchte ich besonders beim Obsidianischen Orden hervorheben, dass diese Flotte eine tolle Anlaufstelle ist, wenn ihr euch später mal auf Elite-Runs oder DPS-Jagd begeben möchtet. Es gibt Spieler, die sich in der Meta des Spiels bestens auskennen und regelmäßig auf Rekordjagd gehen. Aber auch wenn ihr einfach nur eine nette Gruppe sucht, um gemeinsam Spaß zu haben, seid ihr hier genau richtig. Natürlich gibt es im deutschsprachigen Raum noch zahlreiche weitere aktive und engagierte Flotten, die es wert sind, erkundet und ausprobiert zu werden. Dennoch habe ich in diesem Video diejenigen Flotten vorgestellt, die ich persönlich am lohnenswertesten und am empfehlenswertesten finde. Ich möchte mich bei allen Flotten bedanken, die mich bisher aufgenommen haben und mir eine tolle Zeit im Spiel ermöglicht haben. In diesem Video haben wir uns einige der besten Flotten im deutschsprachigen Raum angesehen, die Spielern in Star Trek Online helfen und ihnen dabei helfen, Spaß zu haben. Es gibt viele weitere aktive Flotten, aber diese sind meiner Meinung nach die lohnenswertesten. Wenn ihr
also Hilfe braucht oder einfach nur Spaß haben wollt, seid ihr bei diesen Flotten genau richtig. Es gibt jedoch eine Frage, die oft gestellt wird: Warum gibt es keine Slam Gaming Community Flotte? Die Antwort darauf ist einfach. Es ist meiner Meinung nach nicht mehr so lohnend, eine Flotte neu zu gründen und aufzubauen, da es viel Dilithium und Ressourcen allgemein erfordert. Es gibt auch viele tote Flotten, die nicht mehr aktiv sind oder sogar zum Verkauf stehen. Deshalb plane ich, eine dieser vollständig ausgebauten Flotten zu kaufen und sie zu einer aktiven Community-Flotte umzubauen. Dies wird jedoch eine Weile dauern, da es extrem viel EC kostet. Es ist natürlich auch möglich, dass jemand mir eine vollständig ausgebaute Flotte schenkt, aber ich rechne nicht damit. Abschließend möchte ich mich nochmal bei all den großartigen Star Trek Online Spielern bedanken, die mich auf meinem Weg begleitet haben und mir geholfen haben, das Spiel besser zu verstehen und mehr Spaß daran zu haben. Ohne euch wäre Sto nicht das gleiche. Vielen Dank daher an Lukutus, Tarsen, Felix, Kay, Beutel, Edata, Hellas Artemis, Briga, Kiri, Daihara, Drokoris, Dynexan, Rakunix, Aidan, Gamma aka Leander, Jan Ziller, das Ozi aus dem Schrank, Rast und Speedy. Auf weitere tolle Momente in Sto. Und mit diesen lieben Worten verabschiede ich mich in dem Sinne von euch in diesem Video. Bis zum nächsten Video. Ich bin Super Slay, Teil von Slam Gaming, euer freundlicher saarländischer Let's Player von Nevan. Tüdelü!